Die Bundesliga, live bei Amazon. Die Highlights vom Spiel Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05. 11. Minute. Mainz auf der linken Seite, Ballbesitz da für Dominik Kohr. Zentrale Position, 20 Meter, Flachschuss-Tor für Mainz. Den hat aber sauber gemacht, Karim Onisivo. Dominik Kohr kriegt den Ball da auf der linken Seite, fällt zunächst hin, rappelt sich sofort auf, spielt den Ball dann zentral vor das Tor. Dann lass es 20 Meter gewesen sein. Die Frankfurter zu weit weg von Karim Onisivo. Und dann hat er da so ein Auge für. Da weiß er, da unten links, da passt er doch hin. Und da setzt er ihn sehr, sehr genau hin. Keine Abwehrchance für Kevin Trapp. Aber da müssen wir natürlich noch fragen. Makoto Hasebe ist da zu weit weg bei Onisivo. Und der hat dann eben diesen Raum. Der ist nicht groß, das sind vielleicht nur 1-2 Meter. Aber am gegnerischen Strafraum, da dürfen die Frankfurter nicht solche Löcher machen. Und da passt es mit diesem Flachschuss. Trapp kommt nicht mehr dran. 1-0 Führung für Mainz 05 durch Karim Onisivo. 20. Minute. So, aus dem Halbfeld reingechippt der Ball an die Strafraumlinie. Jovic kommt dagegen, sein Schüsse da durch. Aus der Drehung, der Schuss wieder abgefälscht zur Ecke. Oder hat er kurzzeitig mal die Möglichkeit, auf das Tor zu schießen, weil Jeremiah Sanjuste mit Jovic in der Hose sich quasi drehte und wendete. Und dann lag der Ball doch nochmal irgendwie einschussbereit, um dann von Sanjuste mit dem langen rechten Fuß ein bisschen weggespitzelt zu werden. Und das hat dann doch gereicht, die Situation im Nachgang zur Ecke zu klären. Aber die Frankfurter werden aktiver, werden stärker, kommen jetzt auch in den Strafraum und auch zu Abschlüssen. Kamada, rechte Strafraumecke, kurz reingelegt, sehr schön gemacht. So von Nord, reingechippter Ball auf die gegenüberliegende Seite. Kostic, Rettungstat von Zentner. Ganz stark gemacht, diesen Ball mit dem linken Arm abgewehrt. Sehr schön von So hoch reingehoben in den Rücken der Abwehr auf die gegenüberliegende Seite. Und Philipp Kostic nimmt diesen Ball direkt. Der fliegt dann so halb hoch links Richtung Tor. Zentner war schon in die Gegenrichtung unterwegs, aber den linken Arm, den hat er noch rausfahren können und diesen Schuss abwehren. 76. Minute. Burkhardt kommt im Laufduell gegen Martin Hinteregger zu spät. Der Österreicher weiterhin ein Turm in der Schlacht, ist falsch, weil eine Schlacht haben wir nicht, aber zuverlässig in jedem Zweikampf. Wieso der dieses halbe Jahr damals in Gladbach so underperformt hat mit zwei fürchterlichen Eigentoren und in Frankfurt so überragend da hinten spielt. Er weiß es zugegebenermaßen selber nicht. Der nächste öffnete Pass in die Spitze. Onisivo geht alleine auf den Torhüter Trapp zu. Scheitert an ihm. Schöner Schnittstellenpass. Und Karim Onisivo kann alleine losgehen. 30, 40 Meter an der eigenen Hälfte, an der Mittellinie. In der eigenen Hälfte gestartet. Ilsanker hinterher. Und vielleicht ist die Distanz zu lang. Da fängt das Denken an. Na kommt er, der Ilsanker. Und im Moment des Schusses ist er an Onisivo dran. Trapp endlich raus. Und er blockt den Ball zum Einwurf. Das hätte sein können. 86. Minute. Hinteregger auf der linken Seite. Weiter an die linke Seitenlinie. Jovic nach vorne gespielt. Armin Younes an Sanjuste. Ist er jetzt vorbei? An der Grundlinie im Strafraum drin. Rückpass, da kommt der Ball von Rustic. Weggeblockt. Immer noch spielbar. Rustic, hoher Ball. Ausgleichstreffer. Ausgleichstreffer. Aydin Rustic. Die Eintracht macht das 1:1. Und wenn man sieht, wie ungewöhnlich, wie kurios dieser Ausgleichstreffer fällt, dann ist das wahrscheinlich bezeichnend für diese gesamte Partie. Armin Younes auf der linken Seite an Sanjuste vorbei, rein in den Strafraum, an die Grundlinie, Rückpass zu Rustic, Schuss kommt, Hack blockt diesen Ball, weg, der springt nach vorne, Rustic kommt in der weiteren Bewegung auf den Boden, rollt sich einmal der Längsseite nach vorne, liegt immer noch am Boden und trifft den Ball dann mit dem linken Fuß. Im Liegen beschreibt dieser Ball eine Kurve ganz hoch, oben links in den Winkel und Zentner fliegt und fliegt und kommt nicht an die Pille ran. Ganz kurios, am Boden liegend macht der Eingewechselte einen Rustic, der kam schon in der 29. für Sebastian Rode. Das 1:1. Und die Eintracht will mehr. 90. Minute plus 1. Linke Seite. Das ist Luka Jovic. Flach ins Zentrum. Abgetropft. Jovic nochmal im Nachrücken. Ball ist frei für Zuba. Wo kommt der Schuss? Abgewehrt zur Ecke von Sanjuste.
Zuber zu spät. Zu spät abgeschossen. Der erste abgeblockte Ball Richtung Zuber. Den muss er schon mal nehmen. Dann will er ihn nochmal hinlegen. Dann kommt der Schuss mit Verspätung. Und Jeremiah St-Juste klärt zur Ecke. Die fliegt schon mal nach innen. Kopfball von St-Juste. Situation ist zunächst einmal entschärft. Frankfurt auf der rechten Seite mit Zuber, der an Chor vorbeispielen kann auf die linke Seite. Krustic, Flanke nach innen, 5 Meter Raum, Kopfball nach innen gelegt, dann abgenommen der Ball und der geht haarscharf rechts vorbei. Boah, André Silva, 90 Minuten siehst du ihn nicht, 91. macht er den Siegtreffer. Ist ihm nicht gelungen, aber ey, boah, da hättest du im Deutschen Bankpark kein Aktienpaket mehr zwischen Ball und Pfosten gekriegt. Was für ein knappes Ding. Die Bundesliga live bei Amazon.